Manche haben nicht gelernt, Gefühle zu fühlen oder sind in ihren Befähigungen anders ausgestattet. Menschen sind neurodivers. Es gibt unsichtbare Unterschiede zwischen uns, die mit dem Begriff Diversity of Minds gefasst werden. Und weil wir damit auch auf unterschiedliche emotionale und kognitive Weise reagieren, kann das zu Missverständnissen führen. Sich selbst zu kennen und zu wissen, dass andere innerlich anders aufgestellt sein können als ich selbst, kann helfen, Ruhe zu bewahren, wenn wir nicht der gleichen Meinung sind. Es geht darum, achtsamer mit den eigenen Gefühlen und denen meines Gegenübers umzugehen, um unsere nonverbale Kommunikation zu verbessern und körperlichen Stress zu verhindern. Würde es etwas ändern, wenn wir diese Dinge in unserem alltäglichen Miteinander öfter bedenken würden? Wenn wir über Identitäten, Merkmale und die damit verbundenen Erfahrungen und Bedürfnisse und Wünsche streiten? Ich denke schon.